Und damit kommen wir von dem Thema der nachhaltigen Datennutzung und wie man dies denn auch DSGVO-konform anstellen kann, zu dem Thema der Nachhaltigkeit in der Kreislaufwirtschaft und der Nachhaltigkeit von digitalen Artefakten. Und hierzu begrüße ich ganz recht herzlich Hüseyin Keke von der Ruhr-Universität Bochum, der uns einen Einblick geben wird in das Projekt Digitale Gesundheit in der Kreislaufwirtschaft. So. Bitte schön. So, danke für die Ankündigung. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu meinem Vortrag, meinem Impulsvortrag zur digitalen Gesundheit in der Kreislaufwirtschaft. Zunächst erstmal eine kleine Vorstellung unsererseits bzw. meinerseits. Ich bin vom Lehrstuhl SSKI, ich bin dort Doktorand. SSKI stehen für soziotechnisches Systemdesign und künstliche Intelligenz. Unsere Themen reichen, wie der Name schon sagt, über künstliche Intelligenz, aber auch Technology Diffusion and Acceptance. Ja, passt das auch? Okay. Auch Themen sind Digital Workplace Transformation oder auch mein Themenschwerpunkt, das Digital Nudging. Leiter ist Professor Dr. Christian Meske, den ich hier heute sehr gerne vertrete. Und von unserem Lehrstuhl komme ich direkt zum Thema, und zwar zur Gesundheitswirtschaft, zu der Umwelt und die Herausforderungen, die damit einhergehen. Und zunächst möchte ich die Relevanz der Gesundheitswirtschaft darstellen. Schauen wir uns nur Deutschland an, sehen wir, dass jeder 8. Euro in der Gesundheitswirtschaft erwirtschaftet wird. Es sind fast 8 Millionen Erwerbstätige und jeder 6. Arbeitsplatz, also wenn wir durchzählen, jeder 6. Arbeitsplatz müsste in der Gesundheitswirtschaft vorhanden sein. Und seit 2012 wurden 1 Million Stellen geschaffen in dem Bereich. Auch die Gesundheitswirtschaft schafft sogar noch mehr Wertschöpfung in den anderen Bereichen, nicht nur in der eigenen. Schauen wir uns das europaweit an, ist diese Entwicklung genauso zu sehen. Und zwar sehen wir den Anteil am EU-BIP des Gesundheitssektors an. War es bei 2015 bei etwa 8,5% aller EU-Länder. Und in der Zukunft, in 2060, soll es schon bereits bei 12,5% sein. Die Experten der EU gehen davon aus, dass diese Entwicklung stattfindet aufgrund von neuen Technologien und das insbesondere von digitalen Technologien. Auf die möchte ich jetzt eingehen, und zwar auf das E-Health-Segment. Vornehmlich heute geht es um die E-Health-Devices. Unter E-Health-Devices versteht man zum Beispiel digitale Messgeräte für Glukose, für die Atemfrequenz, für Blut etc. Aber auch E-Health-Apps, die einen zum Beispiel erinnern, wann man seine Medikamente nimmt, zählen dazu. Dann die Online-Sprechstunde, die wir in der Corona-Pandemie auch kennenlernen durften, wo man seinen Arzt, seine Ärztin auch digital sprechen kann und nicht nur persönlich. Und als letztes im E-Commerce-Bereich die Online-Apotheken, die sich ja schon ganz gut etabliert haben. Hier ein kleiner Blick auf die Zahlen, keine Sorge, das ist meine einzige Statistik für heute. Und zwar den Umsatz aller EU-Länder in diesen 4 Segmenten, die ich gerade genannt habe, im E-Health-Bereich. Und ohne jetzt genau auf die Zahlen einzugehen, sehen wir einen rasanten Anstieg des Umsatzes. Schauen wir uns die einzelnen Jahre an, sehen wir einen durchschnittlichen Wachstum von etwa 16%. Vergleichen wir dieses Jahr mit dem Jahr 2027, ist es beinahe 33% mehr Umsatz. Und schauen wir in das Jahr 2027, sehen wir, dass die E-Health-Devices 20%, also einen sehr signifikanten Anteil des Umsatzes, ausmachen. Aber neben diesen wirtschaftlichen Entwicklungen und auch der gesellschaftlichen Relevanz gibt es natürlich Herausforderungen. Die Herausforderungen sind auch insbesondere im Krankenhausbereich, weil Krankenhäuser beispielsweise sehr energieintensiv sind und CO2 ausstoßen oder generell Treibhausgase und das 2,5-mal so viele wie andere gewerbliche Gebäude. Oder auch ein Thema deswegen der Abfall. Global gesehen produzieren Krankenhäuser 13 Kilo Abfall pro Bett und Tag. Und davon sind etwa 15-25% gefährliche Abfälle, die man ausreichend behandeln muss. Diese Probleme könnten durch digitale Geräte konterkariert werden, und zwar durch digitale Gesundheitsgeräte könnten diese Emissionen verringert werden, aber dafür bräuchten wir einen ganzheitlichen Ansatz, der das ganze Thema holistisch ansieht, weil wir dürfen zum einen auch nicht zulassen, dass diese digitalen Geräte zu dem herkömmlichen Müll landen,
sondern wir müssen Menschen dazu bewegen, dass diese digitalen Geräte und die Rohstoffe, die damit einhergehen, in die richtigen Hände gelangen. Und wie wäre das möglich mit einem Konzept, das nennt sich die Kreislaufwirtschaft, und darauf werde ich eingehen. Und zwar die Kreislaufwirtschaft ist ein Modell der Produktion und des Verbrauchs. Und in diesem Modell geht es darum, dass die Wertstoffe und die Produkte so lange genutzt werden wie möglich. Sie werden so lange recycelt und wiederverwertet und repariert, so lange wie es geht. Dadurch wird Abfall zum einen minimiert und die Ressourcen, die bleiben quasi im Kreis, also in der Wirtschaft, bleiben, was ein absoluter Gegensatz ist zur Wegwerfwirtschaft, wo die Ressourcen dann nicht mehr genutzt werden. Auch das geplante in Anführungszeichen kaputtgehen wird hier nicht groß geschrieben, sondern das wird absolut vermieden, weil wir diese digitalen Geräte natürlich so lange nutzen wollen wie möglich. Und an dieser Stelle, da müssen Sie mir keine Antwort geben, aber da möchte ich Sie einmal fragen, oder beziehungsweise fragen Sie sich selber einmal, was machen Sie mit alter Elektronik, die Sie nicht mehr nutzen? Natürlich haben das Forscher schon gemacht, und zwar 13.000 Menschen wurden befragt, international, und 31% dieser Verbraucher haben gesagt, dass sie entweder die Elektrogeräte, die sie nicht mehr nutzen, in den Hausmüll werfen, oder sie mischen mit anderen Werkstoffen, wie zum Beispiel Metall oder Kunststoff. Und das ist natürlich fatal, weil wir wollen die Rohstoffe aus diesen elektronischen Geräten, und das erschwert es sehr, beziehungsweise macht es teilweise gar nicht möglich. Wenn man sich diese Zahlen auch nochmal anguckt, gibt es aber auch Hoffnung, die aber auch sehr schnell wieder vergeht. Und zwar 44% der Verbraucher haben gesagt, dass sie sich bemühen, diese digitalen Geräte, diese Elektrogeräte zu recyceln. Aber gleichzeitig erkennt man aus den Daten, dass, wenn das Bewusstsein für Elektrorecycling heruntergeht, dass auch die Zahl der Leute, die sich dazu bemühen, sinkt, und zwar drastisch. Das heißt, was lernen wir daraus? Wir müssen Menschen dazu bewegen, das zu tun. Wie wäre das möglich? Am besten natürlich mit einem EU-Projekt, in dem wir natürlich teil sind, und zwar das Projekt Digital Health and Circular Economy. Was sind die Ziele von diesem Projekt? Also es ist zum einen die Entwicklung und Demonstration von umweltverträglichen Lösungen in der Kreislaufwirtschaft im Gesundheitswesen. Dazu gehören, also zu den Lösungen gehört beispielsweise die Wiederverwertung, Aufbereitung und auch Recycling von den digitalen Gesundheitsgeräten, was zum einen Abfall reduziert und zum anderen auch dem Mangel an Rohstoff begegnet. Und natürlich, wenn es so klappt, wie wir wollen, das hoffen wir natürlich, möchten wir das aufweiten auf andere Sektoren. Hier ein kleiner Überblick über das EU-Projekt, wer da so alles teilnimmt. Das sind sehr viele Firmen, Unternehmen, Universitäten aus ganz Europa. Um genau zu sein, reden wir hier über den LEED, das ist Janssen Pharmaceutica, uns, die RUB, SSKI und 17 weiteren Organisationen und Universitäten in 9 europäischen Ländern. Der Förderer ist die EU, liegt nah. Wir reden hier über 8 Millionen Euro und der Start war letztes Jahr im Oktober. Also ein sehr frisches Projekt. Es ist noch sehr viel Potenzial da und auch noch einiges an Zeit. Aber einen Einblick gebe ich natürlich gleich in die bisherigen Work Packages. Insgesamt gibt es 7 davon. Unser Part als die Ruhr-Universität ist es zum einen, ganzheitliche Kreislaufstrategie mit Digital Nudging zu machen. Und natürlich als akademische Partner bieten wir die wissenschaftlichen Grundlagen für diese Strategien, die zum Beispiel die Rücklaufquote von digitalen Geräten zum Hersteller erhöhen sollen. Was Digital Nudging ist, das erkläre ich natürlich auf der nächsten Folie. Und zwar Digital Nudging, Nudge heißt sowas wie Schubser aus dem Englischen. Und es ist ein leichter Schubser in eine bestimmte Richtung, aber immer im Sinne einer Person. Das heißt, wir möchten das Verhalten einer Person in eine gewünschte Richtung lenken, aber da ist ganz wichtig, die Entscheidungsfreiheit muss immer gewahrt werden. Und hier links zu sehen, habe ich ein paar Beispiele mitgebracht, zum Beispiel ein Information Nudge auf einer Treppe. Hier steht eine Kalorie verbrannt. Das soll natürlich die Leute dazu bringen, die Treppe zu nehmen anstatt der Rolltreppe, aber die Entscheidungsfreiheit ist gegeben. Ein Oberbegriff, den es auch gibt, sind die Digital Nudges, die ich schon erwähnt habe. Das sind genau solche Interventionen, aber in der digitalen Infrastruktur. Meistens werden dort UI-Elemente, also User-Interface-Elemente, so anders designt, dass ein bestimmtes Verhalten wahrscheinlicher ist oder nicht.
Dann hier am relevantesten in dem Kontext Green Nudges, ein Oberbegriff für Interventionen, die ein nachhaltiges Verhalten triggern sollen. Dazu gehört jetzt als Beispiel Fußstapfen auf dem Boden, die einen zum Mülleimer führen, sodass die Leute auch dazu geneigt sind, ihren Abfall wegzuschmeißen. Im Projekt, wenn Sie schnell geschaut haben, war Philips ein Teil dieses Projektes und die haben ein Produkt, mit dem wir arbeiten, ist der Philips HealthDot. Und der Philips HealthDot ist ein Biosensor, der hat die Möglichkeit, zum einen die Atemfrequenz, aber auch den Puls zu messen. Und das ist quasi das Besondere innerhalb und außerhalb des Krankenhauses. Das heißt, durch die Konnektivität ist es möglich, den Patienten beispielsweise früher nach Hause zu schicken, was Ressourcen spart für die Krankenhäuser, aber gleichzeitig auch für den Patienten und seine Heilung von Vorteil sein kann. Und gleichzeitig ist es möglich, und das ist einer der Main Selling Points, ist es möglich, den Patienten 24 Stunden zu monitoren. Und das ist insbesondere bei der Früherkennung am wichtigsten, weil kritische Ereignisse kann man an Vitaldaten schon 6 bis 8 Stunden davor erkennen, aber meistens werden sie unter 15 Minuten vor diesem kritischen Ereignis, sei es jetzt zum Beispiel ein Herzinfarkt, entdeckt, weil man halt nicht so lange monitoren kann. Neben diesen tollen Möglichkeiten für die Patienten gibt es natürlich auch einen wirtschaftlichen Anreiz. Keine Frage, da möchte ich auch nur eine Zahl in den Raum werfen, und das globale Marktvolumen des Elektronik-Recycling in 2027. Und da reden wir von 75 Billionen US-Dollar. Also neben den Patienten gibt es natürlich wirtschaftliche Anreize. Hier noch ein Einblick in die Work-Packages, die wir haben. Ganz kurz, es gibt Work-Packages in dem EU-Projekt, die beschäftigen sich mit der Kommunikation, mit dem Projektmanagement, aber auch beispielsweise mit dem Business-Modell, welches wir brauchen, um das zu verwirklichen. Dann auch die technologischen Prozesse, was brauchen wir, um Recycling wirklich realisieren zu können. Produktdesign ist ebenfalls ein Part und ein Work-Package. Und unser Workpackage, in dem wir am meisten partizipieren, ist das Workpackage 4 in der Mitte. Und da geht es darum, die Teilnehmenden bzw. die Verbraucher zu involvieren und das Konsumerverhalten, also das Konsumentenverhalten zu beeinflussen. Und hier ein Einblick über die aktuellsten Workshop-Aktivitäten. Hier sehen Sie einen sogenannten Sustainathon. Das ist eine Workshop-Reihe. Und da galt es dann in Slowenien, mit diesem Workshop herauszufinden, warum die Menschen Dinge recyceln. Und mit den Dingen sind natürlich Elektrogeräte gemeint, am besten digitale Gesundheitsgeräte, warum sie diese recyceln und warum nicht, wo zum Beispiel auch passende Behälter stehen könnten etc. Die Teilnehmer konnten uns schon bereits erste Nudges bzw. Lösungen geben, wie wir das Problem angehen können. Dieses Workshop-Format hat stattgefunden in Slowenien, aber auch in Spanien und Belgien. Die durfte ich alle begleiten, habe dort Interviews geführt und die ganzen Workshops observiert. Jetzt zur Conclusion, eine kleine Zusammenfassung. Was können wir hieraus ziehen? Einmal die Relevanz der Gesundheitswirtschaft und der Gesundheitssektor ist natürlich klar für unsere Gesellschaft. Und wie wir an der Statistik gesehen haben, schreitet der E-Health-Bereich signifikant voran und bietet einige Möglichkeiten auf der Seite des Krankenhauses, aber auch auf der Sicht. Aber man muss bei der Entwicklung dieser E-Health-Geräte einen nachhaltigen Ansatz nutzen, da wir ökologischen Ressourcen natürlich gut nutzen müssen. Und was wir gelernt haben, eine Möglichkeit, um Nachhaltigkeit zu nutzen, ist die Kreislaufwirtschaft. Aber in der Kreislaufwirtschaft ist der Konsument ein wichtiges Bindeglied, weil ohne diesen kann man die Geräte nicht wieder zurück beispielsweise zum Hersteller bringen, um sie zu recyceln. Das war es auch schon von meiner Seite. Ich danke, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich denke, wir haben Zeit für die eine oder andere Frage. Gerne. Wenn es Fragen gibt. Ich habe versucht für uns hier drüben das Chatfenster sichtbar zu machen, falls es Fragen der virtuellen Teilnehmer gibt. Kannst du vielleicht Fragen aus dem Publikum
Dann sind anscheinend alle Fragen beantwortet. Das freut mich natürlich. Andreas Klein, bitte nochmal. Ja, danke für den interessanten Einblick. Bei Kreislaufwirtschaft kommt mir natürlich auch so in den Sinn, was im Moment gerade sieht. Die Kreislaufflasche ist ja beispielsweise auch etwas, was im Moment so gerade durch die Medien geht. Aber was dahinter ja steht, ist auch die Frage, wie messen wir das eigentlich? Was möglicherweise der Mehrwert ist, wenn wir es in den Kreislauf hineingeben, beziehungsweise wenn wir es nicht hineingeben, oder ob es vielleicht auch alternative Lösungen dazu gibt. Weil man könnte jetzt ja in diesem Bereich ja auch diskutieren, ich kenne mich natürlich im Gesundheitswesen nicht so ganz aus, dass es für bestimmte Dinge vielleicht auch eher Sinn macht, das als ein Weg, Produkte sozusagen herzustellen, ganz einfach aus hygienischen Gründen, keine Ahnung, gibt es ja alles Mögliche, was man sich da vorstellen kann. Aber dann wäre es ja wichtig im Hinblick auf diese Produkte, kann man davon vielleicht, kann man es so herstellen, dass, ich sag mal, im Hinblick auf die Nachhaltigkeit, Ökologie, möglichst wenig Schaden genommen wird. Oder wenn es zurückgeführt wird, dass man nachweist, dass es da auch tatsächlich besser ist. Weil das sind ja letztlich diese gesellschaftliche Diskussion, die hinter Kreislaufwirtschaft auch immer steht. Also dazu kann ich sagen, dass zum einen es ja um digitale Geräte geht. Und da ist es natürlich mit der Plastikflasche natürlich ein anderer Case. Wir reden ja von Geräten, die langfristig genutzt werden müssen und Rohstoffe so oder so genutzt werden müssen, die nicht einmal verwertbar sind und auch nicht die Möglichkeit da ist, das quasi wegzuwerfen bzw. biologisch abbaubar zu machen. Und zum anderen gibt es auch ein Work-Package, das sich damit tatsächlich beschäftigt, generell mit der Berechnung von allem, lohnt sich das nicht, was müssen wir beachten etc. Da stecke ich jetzt nicht so tief drin. Und zwar das Work Package 5. Da geht es um Performance Assessment, Monitoring und auch Demonstration, ob das wirklich klappt oder nicht. Nehme ich natürlich mit, falls ich mit jemandem vom Work Package beim nächsten Meeting rede, ist das natürlich ein guter Impuls. Ja, in diesem Sinne vielen Dank für den Keken. Das war jetzt also ein Beispiel für die Nachhaltigkeit der Digitalisierung im Sinne von, wir wollen nicht am Ende mit neuem Elektroschrott enden, sondern eben auch digitalen Artefakte dem Kreislauf wieder zuführen.